Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director in der Version 15. Heute geht es noch einmal um Masken, wie ihr diese erstellen könnt und wie ihr diese interessant für eure Videofilme anwenden könnt. Wie das funktioniert, erkläre ich euch Klick für Klick. Alles weitere nach dem Intro. Bis gleich. Nach dem Öffnen des Power Directors ladet ihr euch entsprechende Dateien in euer Medienraum rein, die ihr für diesen Effekt verwenden möchtet. Bevor wir allerdings im CyberLink Power Director weiterarbeiten, müssen wir einige Vorbereitungen für die Maske erstellen. Wir hatten ja in dem Beispielfilm die Karte von Rheinland-Pfalz ausgewählt gehabt als Maske und diese liegt natürlich nicht als Vorlage hier in dem Programm vor, aber die können wir uns mit wenigen Klicks selbst erstellen. Wir bemühen Google und suchen einfach die Karte von Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, Karte und am besten als PNG-Datei. So, wir gucken mal, was hier Google bietet und das ist natürlich wie immer eine ganze Menge. Ich klicke hier den ersten Treffer an und sehe schon eine wunderschöne Karte von Rheinland-Pfalz, weil für die Maske brauche ich ja wirklich nur diese Form hier von dem Bundesland. Bild speichern unter. Ich habe das natürlich hier schon gemacht. So, nachdem wir das jetzt hier gespeichert haben, das Bild, gehen wir in ein Fotobearbeitungsprogramm. Ich benutze das Foto Plus X6. Es ist sehr alt, das Programm, aber diesen Effekt kann man auch mit jedem anderen Fotoprogramm machen. Das ist wirklich keine Hexerei. Wir öffnen das Bild, was wir eben runtergeladen haben, sehen das hier und wir brauchen ja wirklich nur hier diese Auswahl, sprich das Blaue. Dafür bemühen wir den Zauberstab. Achten beim Zauberstab auf die Toleranz, weil über die Toleranz steuere ich, was der Zauberstab an Pixel auswählt, die mehr oder weniger ähnliche oder gleiche Bildinformationen beinhalten. Und ich will ja wirklich nur das Blaue auswählen. Mit meiner Toleranz von 18 einfach ausprobieren, hat es wunderbar geklappt im ersten Versuch. Sollte es zu viel sein und ihr wählt deutlich mehr aus, dann wiederholt diesen Schritt so lange, bis es halt funktioniert. Kopieren, dann kopiere ich letztendlich hier genau diese innere Auswahl. Einfügen als neues Bild. Und jetzt habe ich hier nur das eingefügt, was ich auch tatsächlich ausgewählt habe, nämlich Rheinland-Pfalz. Alles andere in diesem gekachelten Muster ist eine Transparenz, also farblos. Ich exportiere das alles als PNG-Datei. 64 Bit ist die Farbtiefe. Das hat was mit der Qualität zu tun. Export. Suche mir mein Verzeichnis raus und nenne das jetzt, sage ich mal, gleich Maske. Rheinland-Pfalz, Maske. Damit ich mir das merken kann. Auch wieder als PNG natürlich gespeichert. Dann wechsle ich in mein Videobearbeitungsprogramm und suche mir jetzt letztendlich die Filmsequenzen raus, die ich dafür benötige. Ich ziehe das hier gleich in die zweite Videospur. Das ist ganz wichtig, dass wir den Videoclip in die zweite Videospur ziehen. Manchmal müsst ihr euch dann hier manuell einfach noch eine Spur mit der rechten Maustaste hinzufügen, dann könnt ihr natürlich hier eine einzelne Spur hinzufügen. Okay, ihr markiert das, dann kommt dieser Befehl, diese Schaltfläche klickt auf Maskendesigner. Ihr habt hier schon eine ganze Menge an Masken, die das Programm automatisch mitliefert. Natürlich nicht Rheinland-Pfalz, ist ja klar. Aber das ist auch jetzt kein Problem. Bild laden und dann geht ihr wieder in das Verzeichnis, wo ihr eben die PNG-Datei gespeichert habt, Rheinland-Pfalz Maske, öffnen und jetzt lasst ihr diese Einstellung. Die Maske wird automatisch hinzugefügt, die seht ihr hier, und wird einfach mittig hier in das Bild reingefropft. Ihr habt die Möglichkeit, diese Maske komplett zu verschieben. An den Anfassern könnt ihr die Größe verändern und hier in den Objekteigen-Einstellungen habt ihr auch die Möglichkeit,
das Seitenverhältnis auszuklicken. Ist natürlich beim Bundesland, das verzerrt darzustellen, nicht ganz so glücklich. Deswegen lassen wir das mal angehakt. Das ist der erste Schritt. Wir gehen auf OK und schauen uns das Ganze mal an. Das heißt, die Maske liegt jetzt hier innen drinne, nämlich Rheinland-Pfalz, und zeigt tatsächlich nur das hier in der Mitte. Alles andere wird schwarz angezeigt. Das ist natürlich ein bisschen langweilig. Um jetzt hier eine Schrift einzufügen, müssen wir den gleichen Clip, den wir ausgewählt haben, das erkennen wir hier auch an dem Haken, ziehen wir jetzt in die Videospur 3. Jetzt gehen wir wieder auf Designer, Maskendesigner. Und hier habe ich bereits die Schrift Rheinland-Pfalz erstellt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann empfehle ich euch den vorhergehenden Teil. Dort erkläre ich nämlich ganz genau, wie das funktioniert. So. Jetzt ist es wichtig, in den Objekteinstellungen Masken-Seitenverhältnis rauszunehmen, damit ich die Schrift in der Größe entsprechend anpassen kann, damit das auch ein bisschen wirkt. Ich kann jederzeit über diesen Bildrand hinausgehen und mir das so anpassen, wie ich es für richtig halte. Wenn mir das alles zu groß erscheint, gehe ich hier auf Anpassen und verkleinere das einfach und dann seht ihr schon, dann kann ich viel leichter arbeiten. Ich glaube, so ist das eine ganz gute Größe. Ich gehe auf OK und wir schauen uns mal den Effekt an. Jawohl, der Effekt funktioniert. Die Bildaufteilung ist auch so ganz schön. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass diese harte Kante hier rechts ist. Damit das verändert wird, markiere ich wieder diesen Clip, gehe auf Designer, Maskendesigner und bemühe diesen Befehl Federradius. Die Maske ist markiert, ich überprüfe das hier nochmal, schiebe das ein bisschen rein und man sieht schon, es wird hier etwas softer. Das ist mir ein Tick zu soft. So gefällt mir das ganz gut, das ist aber Geschmackssache. Die Schrift lasse ich bewusst etwas härter. Okay, dann hatte ich ja einmal einen blauen Hintergrund gewählt. Hier oben sieht man das nochmal in dem Beispielfilm. Und um das zu realisieren, brauche ich jetzt die Videospur 1. Ich gehe oben auf Farbkarten, wähle den blauen Hintergrund aus, ziehe den hier rein, vergrößere das entsprechend und gucke mir das alles in der Vorschau an. Und so habe ich mit relativ geringem Aufwand, sage ich mal, ein nettes Gimmick erstellt mit Masken für ein Intro. Wenn einem die Schrift Rheinland-Pfalz auch ein bisschen zu hart erscheint, dann mache ich diesen Schritt. Hier liegt ja die Maske Rheinland-Pfalz drauf. Ich markiere den Clip in der Videospur 3, gehe wieder auf Designer, Maskendesigner, bemühe den Befehl Federradius. Die Maske ist markiert, das sehe ich hier dran. Mach das auch auf die Stufe 1, ein bisschen weicher. Entsprechend habe ich das letztendlich hier etwas ästhetischer abgebildet. Gut. Wenn ich das Ganze mit der Deutschlandfahne im Hintergrund versehen will, ist das natürlich relativ simpel jetzt, weil ich kann dieses natürlich relativ einfach austauschen und setze dafür wieder ein anderes Bild rein. Das kann eine PNG-Datei sein, eine Bitmap-Datei, eine TIFF, alles was das Programm hier an Bilddateien unterstützt. So, diese Deutschlandfahne entspricht leider nicht komplett den richtigen Abmessungen. Das sehe ich nämlich hier dran, dass hier schwarze Ränder sind. Das ist aber relativ simpel natürlich. Es ist ja bereits markiert. Ich ziehe es hier rechts und links etwas größer. Und schon habe ich es bildfüllend platziert. Hier passt es schon. Das sehe ich nämlich daran, dass das so schön reinspringt. Ich gucke mir das Ergebnis in der Vorschau an. Und schon habe ich einen anderen Effekt erzielt. Das ist aber natürlich Geschmackssache, welchen Hintergrund ich hier verwende. Schwarz, finde ich, ist es zu hart und wirkt nicht. Deswegen ist es immer sinnvoll, hier mit entsprechenden Hintergründen zu arbeiten.
So, was gibt es noch zu den Masken zu sagen? Es gibt nämlich noch hier diesen Befehl Maske umkehren. Und ich habe natürlich hier eine große Auswahl an bereits mitgelieferten Masken, die mir das Programm mitliefert. Wenn ich hier aber Maske umkehren mache, dann ist das letztendlich so, dann wird das Innere nach außen gekehrt. Leider kann ich es nicht besser erklären, aber man sieht ja hier, was passiert, wenn ich diesen Haken setze. Das ist natürlich Geschmackssache, wie ich das hier steuere, und da soll jeder in seiner Kreativität sich selbst ausprobieren. Hier unten habe ich noch in den Objekteinstellungen, natürlich kann ich die Größe verändern. Hier habe ich das Seitenverhältnis, dass ich das hier entsprechend anpassen kann. Ja, wieder auf rückgängig. Dann habe ich noch die Maskendeckkraft. Auch hier, das ist Spielerei, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das macht. Und ich habe noch den Befehl Rotation, dass die Maske letztendlich rotiert, sich im Kreis dreht, um es mal ganz platt zu sagen. Das sind so meine Hauptbefehle, um hier mit Masken zu arbeiten. Ich mache den Haken wieder raus, weil so wollten wir es hier haben. Und jedes Mal, wenn ich hier eine Maske hinzufüge, dann wird die automatisch vom Power Director gespeichert. Was ich nur nicht machen darf, ich darf den ursprünglichen Ort meiner Maske, nämlich hier, wenn ich hier die Maske lösche, dann ist die Maske dort auch leider weg. Das muss ich einfach nur beachten. Ansonsten ist das Arbeiten mit Masken relativ einfach. Ich will es nicht speichern. Und ich denke, hier kann man einfach schöne Effekte erstellen, gerade in Kombination mit einem Vorspann oder einem Abspann, um einfach die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer mehr zu fesseln. Das war's für dieses Tutorial wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, macht den Daumen nach oben. Ich freue mich darüber. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.